Wie hat Wolfgang so schön gesagt, was ins Tunnel reinfährt, muss auch irgendwann mal wieder rauskommen. Jo, und der Skistrabus hat es scheinbar geschafft, von Hamburg nach Frankfurt zu fahren. Wobei an einer anderen Neuerwerbung, dem zwitschernden Baum. Den Bus mal ein bisschen näher anschauen. Jetzt soll der ein Stück vorfahren. Ja, Cimo F8 ist sein. So, also fahren tut er ganz gut. Erreicht sogar ganz beachtliche Geschwindigkeiten. So, das soll natürlich kein Dauerzustand sein. Wenn wir dann doch mal ein bisschen runterregeln. Und da kommt er schon wieder. Während der Bus seine Radkreise zieht, schauen wir uns nochmal den Baum an. Sound ist unter der Anlage versteckt. Und ich habe ein paar der Vögel hier in den Baum gesetzt. Nicht alle, die dabei sind. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel. Aber so sieht es doch ganz nett aus. So, da ist wieder der Skistrabus. So. So. Und dann wollen wir mal auf die Drehscheibe und das gute Stück wenden. Gewendet haben wir das gute Stück nun. Vorwärts ist er recht flott unterwegs, rückwärts deutlich zurückhaltender. So. Ich präsentiere das weltweit einzige Museum mit zwei Skistrabussen im Angebot. Und das nicht das. So. Da haben wir die Gegenstücke. Ja, das hätte ich auch schon bedauert.